Doping könnte deutsche Sportler in Zukunft teuer zu stehen kommen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Justizminister Heiko Maas stellten am Mittwoch ihren Entwurf für ein Anti-Doping-Gesetz vor. Für de Maizière eine nötige Konsequenz. Der Spitzensport ist zu einem großen Teil öffentlich finanziert mit Steuergeldern. Und wenn Steuergelder in den Spitzensport fließen, dann haben wir alle einen Anspruch darauf, dass der Spitzensport ohne manipulative Einflüsse fair durchgeführt wird. Der neue Gesetzentwurf beinhaltet unter anderem eine Haftstrafe für gedopte Sportler von bis zu 3 Jahren. Zudem wird bereits der Besitz von Dopingmitteln unter Strafe gestellt. DOSB-Generaldirektor Michael Vesper begrüßte das Gesetz, fand aber auch Kritikpunkte. Er fragt sich, ob 2 Rechtssysteme effektiv nebeneinander existieren können. Wir müssen ja immer schnell handeln. Schauen Sie, wenn Sie ein Disziplinarverfahren und gleichzeitig ein Strafverfahren haben, dann wird mit dem Disziplinarverfahren immer gewartet, bis das Strafverfahren zu Ende ist. Und das können wir uns im Sport und wollen wir uns auch nicht leisten. Wir meinen, dass der Sportler sofort aus dem Verkehr zu ziehen ist, wenn er gedopt hat. Er darf dann nicht mehr beim nächsten Wettbewerb antreten. Im kommenden Jahr soll das Gesetz verabschiedet werden. Wie effektiv es wirklich ist, wird sich wohl erst in der Praxis zeigen. So.